Und 3W6 Oh shit. Feuerschaden für Nasaug. Ich sehe gar nichts, ich bin blind. Dachte, den kriegt er erst bei. Achso, ne, er kriegt jetzt und Nee, dann wieder er bei kriegt auf 27. der 12 hat Ja, er meine den ich ja. ersten bekommen. Richtig. Da und dann wieder bei 27, so rum war es. Ja, ein Patzer. Wunderschön. Ja, du siehst halt irgendwie dein Kollege neben dir hat Probleme mit irgendwas, was aus dem Boden hochkommt. Ja, aber ansonsten hier ist Rauch und dein Kollege, der brennt, glaube ich. Das war's, was du siehst. Das kostet hier übrigens 5 Ticks, die Warnung. Aua. Okay. Was ist mit dem Feuerschaden von Nasaug? Der muss auch noch, ne? Habt ihr beide schon den ersten Feuerschaden genommen oder noch nicht? Also Der erste kommt in dem Moment, in dem sie anfangen zu brennen. Oder kommt er Dachte ich erst nach eigentlich 15 auch. Ticks dann? Bisher habe ich mir noch keinen gegeben. Ich habe jetzt erstmal ich habe mein Kreuz auf der 25. Ja, dann warten wir, bis ihr alle die ersten 15 Ticks runter habt. Dann bin ich So, wohl dran. Jamia, du bist Erklär dran. mir kurz, was bedeutet es, als Ringen zu gelten? Minus 3 auf alle deine körperlichen Fähigkeiten sowie deine Verteidigung, was echt ärgerlich ist. Aber nicht auf Zaubern. Nee, darauf nicht. Okay, das ist gut. Zweite Frage. Fange ich auch irgendwann an zu brennen oder bin ich hier hinten gut in Sicherheit? Also du bist da hinten am weitesten von den Flammen weg, aber irgendwann wird das hier alles ausgeräuchert und brennend sein. Aber irgendwann ist nicht jetzt. Das ist das Wichtige. Ja. Gut. Ich möchte einen Zauber ansagen. 7 hier, Ticks. Du kanalisierst Magie für 7 Ticks. Alles 2, klar. 3, 4, 5, 6, 7 7. Spinne hat das Seilliche gesegnet und Rala ist wieder dran. Ich versuche, ihm mit meinen Krallen von den Ranken loszuschneiden. Also ich würde Okay. ihn oben auf den Mhm. Rücken packen und dann anfangen, darum zu hacken. Bitte hau mich nicht kaputt. 5 Mal Ticks gucken. für Bogen sicher verstauen auf dem Rücken. Und dann beginnst du, würde ich sagen, in einer kontinuierlichen Aktion von nochmal 10 Ticks deinem Kollegen zu helfen. Aber gucken mal, ob er bis dahin das Problem selbst gelöst hat. Jamia. Das Problem löse ich tatsächlich nicht selbst, denn ich zaubere eine Flammenherrschaft auf meinen guten Freund Geiras. So, sorry. Alles klar. Der dürfte auch nah genug dran sein. Da ist ja, da ich ja technisch gesehen nicht zielen muss, nehme ich einfach mal an, ich kriege keinen Abzug von der Sicht. Du spürst die Flammen, du beherrschst sie mehr durch Gefühl als durch Sehen. Aber der Rauch, er beißt in der Nase, brennt in deinen Augen, er stört dich trotzdem. Die -2 bleiben. Mache ich mal einen Risikowurf. Warum auch nicht? Hohoho, was? Ich möchte, warte kurz, richtig, zwei Foxguarder einsetzen, um den zu verstärken und zwei Stufen brennen von ihm abnehmen. Alles klar. Und dann habe ich noch einen, mit dem ich nichts sparen kann. Gut. War ich durch sparsamer Streicht Zauberer ihr den jetzt Fokus ab? bei 7V2. Das muss ich aufrechterhalten, so lange, bis er nicht mehr brennt. Ach, sorry, das war ein K7, ich mach's nochmal neu. Wäre es auch egal. Ja, dann wäre ich, glaube ich, drin auf der 22. Ich möchte mich gerne auf Nasaug stürzen und uns beide dann zu Boden ringen, damit die verbliebenen Flammen ausgehen. Also, dass ich mich selbst Du dann auf dem. möchtest ausrollen. Genau, Okay. ausrollen. Also, dass ich dann auch automatisch dann im Liegen dann weiterkämpfen müsste, falls es dazu kommen sollte, aber dass ich mir die Flammen so nach und nach ausrolle. Vielleicht gehe ich dabei auch ein bisschen weiter in Flammen auf, die gerade eben durch magische Hand gelöscht worden sind, aber also so dass ich habe jetzt einen Status und er hat drei, so dass ich vielleicht ein 2-2 draus mache und dass wir uns dann beide auf 1-1 runterwerfen könnten, wenn das so okay wäre. Er hat zwei. Er hat ja eins durch die Dings gelöscht bekommen. Aber mal gefragt, mein Zauber kam ja bei 21 durch. Kostet das Zaubern selbst dann nochmal Aktionen? Wenn er kanalisiert ist? Drei. 3, ah, danke. 1, 2, Was 3, möchtest du Moment. dafür haben? Ist das einfach ein Nee, das ist Aufstehen, einfach sechs eine Ticks? Ansage. Das ist eine kontinuierliche Handlung, die 10 Ticks dauert. Zehn Ticks? Dann bin ich auf 10 der Ticks für. 32
Und wie viel Feuerschaden gibst du mir? 1W6? 2W6? Du hast nur noch Brand 1, ne? Aktuell hätte ich, also ich würde mir das einfach mit Nasaug teilen. Also aktuell, ich hätte eigentlich einen Brennschaden, aber ich würde so gerne, dass ich ihm dann den Dreierschaden wegnehme und dann 2-2 auf uns beide mache. Dass ich dann wieder, dass ich wieder ein bisschen mehr brenne das, und er irgendwie ein bisschen weniger. Leider nicht. Nimm du mal den einen W6, er hat eh nur 2. Na dann gut. 2. Verzerrte Lebenspunkte? Ja. Achso, muss ich jetzt 1W6 würfeln? 1W6, genau. Anzahl 1W6. 5 Stück. Und das sind verzerrte Lebenspunkte, richtig? Ja, Feuer verzerrt. Natürliche Rüstung ist egal, ne? Die hilft. Die hilft? Schadensresistenz hilft gegen jegliche Art von Schaden, gegen die es Sinn macht und... Ich habe eine Lederrüstung, die natürlich und das Relikt. Das ist dann wieder 4 Schaden weniger. Das hilft, ja. Ja, dann interessiert mich das nicht. Nicht wirklich. Ja. Gut. Dann ist Nasaug dran. Ja, ich habe jetzt nochmal eine Umgebungswahrnehmungsfrage. Also, da brennt noch alles drumherum, ja? Ja, es brennt hier immer noch. Ihr befindet euch immer noch in einem brennenden Raum, aber mittlerweile geht die Brandmasse aus. Es regnen immer noch brennende Netze auf euch runter. Aber ja, ihr brennt ja eh schon. Also macht es durchaus logisch Sinn, nach seinem Wasserschlauch zu greifen, den versuchen, über sich zu schütten. 10 Ticks. Und du hast auch den Zustand brennend komplett abgeschüttet. Du löscht dich selbst. Ja, aber den Schaden bekomme ich doch trotzdem noch, oder? Den einen kriegst du noch. Du hast auf jeden Fall 2W6 Feuerschaden, die du jetzt noch nimmst. Ja, ich habe auch natürliche Rüstung, weil Varg und nochmal eins weniger wegen meiner Lederrüstung. Es wären dann noch 4 Schaden, richtig? Ja. Dann da, der Magier. Bin ich nicht vor dran? Oh shit, dich habe ich da ganz übersehen. Tut mir leid, Kaffi. Ach da. Ich sollte mich doch nach rechts schieben und nicht. Ja. okay, also sehe ich das richtig, dass der Magier jetzt noch in den Rängen da ist oder ja, nicht? Ja, der sitzt da noch drin. Bleibst bei deiner Ansage, ihm zu helfen? Ja, weil dann schiebe ich mich einfach nur weiter. So, 10 Ticks. Jo. Und du darfst ihn unterstützen. Mach mal eine Athletik oder. Naja, eine Athletik besser gegen die 15. Okay. Ich habe gerade gesehen, ich sauge doch nur 3 Schaden und nicht 4. Das war die Verteidigung, die erhöht wird. Entschuldigung. Mhm. Ja. Yamir, die Wagen mit dem Bogen hilft dir, an den Ranken zu zerren. Na, jetzt, wo meine Freunde gelöscht sind, möchte ich da auch kräftig mitmachen, falls es noch nötig ist. Athletik oder Akrobatik, die merkst du, verziehen sich langsam auch schon fast von selbst, nachdem die Spinne tot ist. Paar hängen noch an dir dran. Gegen? Immer noch die 15? Immer noch die 20. Jetzt die 20. Du kriegst plus 3 von... Ralle hat aber gegen die 15 gewürfelt. Ja, sie unterstützt dich auch. Ah, okay. Haha, jetzt habe ich's. Nicht geschafft. Auch mit dem plus 3 nicht. Okay, lass mich kurz nachgucken. Zeitablauf. Ich denke, wir können auch so umgehen. So, wir gehen noch sehen. Ja, etwas vorsichtig da oben. Mein Fell. Schon wieder. Nicht, dass ich viel Fell hätte oder viele Haare. Ich weiß ja nicht, was schlimmer liegt. Verbrannter Varg oder nasser Varg? Stell dich mal nicht so an, dann helfe ich dir. Wir sollten allerdings zusehen, dass wir hier rauskommen. Ja, Nasaug, du darfst noch mal eine letzte Wahrnehmungsprobe machen. Sofort.
riechen? Nein, riechen tust du hier nichts außer Rauch. Und vom Rand im Wag. Mhm. Ja, nee. Zu viel Rauch. Außerdem okay. Tanzen überall noch glimmende Punkte vor den Augen. Du siehst es. Jetzt haben wir die Spinnen besiegt oder die Spinne und haben hoffentlich Ruhe. Jetzt können wir den Rest erforschen. Zurück zu dem fetten Zwerg oder wie? Erst einmal hinab, denke ich, ja. Ich glaube nicht, dass es hier etwas gibt. Da war nur eine Spinne? Da waren noch so viele kleine. Wo sollen die denn herkommen? Alle von ihr. Müssen doch immer zwei sein, um Kinder zu kriegen, oder? Mindestens. Aber wenn es jetzt nur noch eine gibt, weil wir die andere rumgebracht haben, kommen keine mehr nach. Aber wenn das die größte war, schon. Aber wenn jetzt hier noch eine größere gibt, dann nicht. Ich kletter erstmal raus, ich möchte nicht länger im Rauch stehen. Ich habe mal was von Eiersäcken gehört. Aber ich glaube, darüber will ich gar nicht reden. Kannst du dich da auch nochmal gerne umgucken, wenn du schon von Eiersäcken gehört hast? Was willst du haben? Eine Wahrnehmung. Immer noch eine Wahrnehmung. Minus 2 wegen des Rauchs. Minus 2. Ja, auch nix. Nee. Ja, dann ab nach unten und dem Zwerg Bodo Bericht erstatten. Ja, unten werdet ihr von jubelnden Rattlingen empfangen, als ihr teilweise von Spinnenblut von Kopf bis Fuß überzogen, teilweise ohne einen Kratzer und ein bisschen Ruß im Gesicht wieder unten ankommt. Ihr seht auch, einer der Rattlingskrieger hält ganz stolz eine handtellergroße Spinne an seinem Speer in die Luft und ja, große Spinne tot? Ja, große Spinne tot. Ja, die tanzen umeinander rum. Ihr gut gemacht. Ihr jetzt unser Rudel sicher. Wir nachts ruhig schlafen. Keine Träume von bösen Spinnen mehr sich einschleichen. Ich glaube, dort unten lauert noch etwas ganz, ganz anderes. Jetzt macht doch den Rattlingen keine Angst. Also, ziehen wir weiter. Wir haben noch viel vor uns. Weiter? Noch tiefer reingehen? Dort, wo nicht mal Spinnen hintrauen? Richtig. Wir bereiten Festessen für Helden vor. Wir gehen raus, jagen Kaninchen. Ich meine, große Bären. Wir jagen Essen für euch. Ihr habt große Feier, wenn ihr wieder hochkommt. Wir nicht wollen tiefer rein. Ja, okay. Sagt, habt ihr Salben für meine angesenkte Haut? Wenigstens das könntet ihr für uns tun. Die Kräuter, die wir euch gegeben haben. Ah. Du verletzt, du gehst zu Grilka. Sie meistens schimpfen und sagen, nicht so anstellen. Ja, dann lass dich mal von der Schamanin verbinden. Haben wir die Zeit oder wollt ihr gleich weiter? Ich glaube nicht, dass das hier ein Wettrennen ist. Schließlich ist es eine verlorene Zwergenstadt. Ich denke, Bodo, wir können uns leisten. Ja. Also, ihr seid verletzt. Natürlich nehmen wir uns die Zeit zu rasten. Steht sich ja von selbst. Wenn mir nur einer helfen könnte, ein wenig. Es wird schon gehen. Bodo nimmt Anlauf zurück auf den Abgrund und ihr könnt gerne zurück zu den Rattlingen und rasten. Und ich finde, es bietet sich hier gerade an, den Cut zu setzen, auch so ein bisschen Rücksicht auf Skaffi zu nehmen. Ja, denke ich auch. Mhm.